Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Oh ja. Willkommen bei Fallout 4. Survivor Mode. Verpiss dich. Jetzt bin ich dran, Großer. Also, im Schnell. Durch. Sepp. Neue Frisur? Gefällt mir sehr. Shut up. Ich habe den besten Friseur, wirklich. Klar. Nase? Ganz okay. Nehmen wir noch extra Scheiß raus. Du bist so schön.
Shut up, habe ich gesagt. Sehe noch immer gut aus. Immer, klar. Sieht gut aus, Schatz. Sag dich nicht eben. Du sollst dein Goschel halten. Ist jetzt das Wort? Sieht gut aus. Sieht immer gut aus. Ja, ja. Wunderbar. Zurück. Lass mich mal kurz daran. Moment. Nee. Oh, komm schon. Okay. Wunderbar. Dankeschön. Mach die Tür zu, wenn du rauskommst. Ordnung muss sein. Ruhe. Guten Morgen, Ma'am. Morgen. Der Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Ja, perfekt wunderbar. Gebrüht. Und die neue Zeitung gerade reingekommen. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Wer hat die denn hier liegen gelassen? Noch etwas früh, um mit dem Trinken anzufangen. Immer nur das gleiche Zeug. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Den Hund finden wir wohl nie wieder. Nuka-Cola. Eiskalt. Saddle Up Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität. Schnauze. Oh, die Milch wurde geliefert. Wie kann jemand so Kleines nur so viel trinken? Hey, räum mal die Scheiße auf Schatz. Hier. Wow, wie konnte jemand wie ich so ein Glück haben? Soll das? Mach mal was. Wieder dieser Vertreter. Warum lässt er uns nicht einfach in Ruhe? Viele lange Nächte, aber das war es wert. Die guten alten USA. Alles klar hier? Ja, dann gehe ich halt. Mach du auf! Ach Mann, geh du. Schatz? Machst du die Tür auf? Wenn ich aufmache, fragt er bestimmt wieder nur nach dir. Hey, 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 hey. Das muss man ihm lassen.
Guten Morgen, ich komme von Vortec. Ist ja nett. Reden Sie weiter? Schön, Sie anzutreffen, Ma'am. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Dann bin ich froh, dass ich aufgemacht habe. Oh, ich auch. Sie haben ja keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Wahnsinn! Ich habe wirklich viel zu tun. Oh, aber sicher. Es wird nicht lange dauern. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es muss sichergestellt werden, dass Sie Zugang haben im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Die Apokalypse? Da bin ich dabei. Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. Schon schief gehen. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, und verpiss dich. Können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Jetzt muss ich trinken. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Sean ist gesickert, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese mütterliche Zuwendung. Cotsworth? Gino, Schatz, ich helfe dir gleich, okay? Wenn ich das anmerken darf, Sean braucht ihre Zuwendung. Ja, ich gehe ja schon. Nervensäge. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Sollte mir das Ding das nächste Mal signieren lassen. Entweder wird er ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Auto fahren lernt. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber Sean wächst da schon noch rein. Was Sean wohl machen wird, wenn er erwachsen ist? Ein Junge macht seiner Mutter doch keine Probleme, oder? Ich habe das Mobile über seiner Wiege letztens repariert. Warum probierst du es nicht mal aus?
kleiner Hosenscheißer. Das ist mein Junge. Benimmt sich immer wie sein Vater. Hey. Naja, meistens jedenfalls. Nach dem Frühstück können wir noch ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Genau, der Park. Mit dir, weil ich wieder schwanger werden will. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal anziehen. Cotsworth, was ist los? Du wirst gleich sterben. Mach die Tür zu, wenn du rauskommst. Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf... Hey, Cotsworth! Der Kontakt zu unserem Partner scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Wort. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Cotsworth, mach es gut. Ach, das ist gut. Ja, ich mach die Tür zu. Einwohner von Sanctuary Hills. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Ja! Platz! Ich bin der Erste! Weg da! Sie können mich nicht abschießen! Okay. Das bin ich, Mensch! Im Programm, dann treten Sie vor! Wenn nicht, gehen Sie nach Hause! Lass mich rein! Wir müssen rein! Wir stehen auf der Liste! Kind? Männlicher Erwachsener? Wir sind nicht im Vault-Programm! Weiblicher Erwachsener? Oh Gott, wir werden sterben! Okay. Danke! Viel Glück, Sir! Sie beide! Möge Gott folgen uns Sie mir! Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können! Treten Sie bitte auf die Plattform! In die Mitte! Schatz! Nur noch ein kleines Stückchen. Fast Was? Geschafft! Ist John okay? Es geht ihm gut. Wir schaffen das. Ich liebe dich. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Party! Gott. Nein!